Hallo und willkommen bei Langsam kocht besser. Heute haben wir eine ganz besondere Folge, nämlich die 9 Slowcooker-Gebote. Es geht also darum, welche Fehler man beim Kochen mit dem Topf nicht machen sollte. Du sollst die passende Größe verwenden. Damit das mit dem Nicht-Anbrennen und dem Nicht-Umrühren funktioniert, müsst ihr die richtige Slowcooker-Größe verwenden. Nämlich so, dass der Topf immer halb bis zwei Drittel gefüllt ist. Ist zu wenig drin, kann es auch im Slowcooker anbrennen. Ist zu viel drin, läuft es womöglich über. Und ihr habt euren Innentopf ruiniert. Du sollst deine eigenen Kochzeiten herausfinden. Slowcooker sind Low-Tech-Geräte, die nicht gerade genau geregelt sind. Es gibt also sehr flotte Vertreter ihrer Art und sehr langsame. Ich rate immer, dass ihr am Anfang mal ein paar einfache Gerichte quasi unter Beobachtung kocht, um zu sehen, wo euer Topf im Spektrum landet. Weil eine Erbsensuppe kann beispielsweise 4 Stunden auf High dauern, aber durchaus auch 8 Stunden. Du sollst den Topf in Ruhe lassen. Wer ständig den Deckel hebt, umrührt, probiert, umschichtet, muss mit einer verlängerten Garzeit rechnen. Denn jedes Mal entweicht ein bisschen von der feuchten Hitze aus dem Topf. Dafür braucht es hinterher etwas länger. Die Devise lautet also, schaut durch den Glasdeckel und ganz am Ende nehmt ihr dann mal die Gabel und piekt rein und seht, ob euer Essen schon gar ist. Du sollst nicht zu viel Flüssigkeit zugeben. Die Deckel der Slowcooker sehen zwar ziemlich wackelig aus manchmal, halten aber trotzdem dicht, weil sich hier so eine Art Wasserfilm bildet, der das versiegelt. Es verdunstet also nichts, stattdessen tritt aus Gemüse und Fleisch noch relativ viel Feuchtigkeit aus. Das heißt, beim Garen im Slowcooker gebt ihr weniger Flüssigkeit dazu als sonst beim normalen Kochen auf dem Herd. Und keinesfalls ersäuft ihr das Ganze in Flüssigkeit, wie in mancher Gebrauchsanweisung steht. Du sollst kein Kurzbratfleisch verwenden. Ja, ich habe auch Rezepte für Schweinefilet oder für Roastbeef in meinen Kochbüchern, aber die Kernkompetenz des Slowcookers sind solche teuren Kurzbratstücke eigentlich nicht. Die werden im Slowcooker nur toll rosa, wenn man zusätzlich ein Fleischthermometer verwendet, bei dem man den Garpunkt wirklich genau bestimmen kann. Ich finde den Slowcooker eigentlich besser für günstige Stücke wie Schweinenacken, wie Braten oder natürlich auch für Kochfleisch. Du sollst die Zutaten richtig einschichten. Harte Gemüse wie Kartoffeln und Möhren oder auch Hülsenfrüchte gehören unten in den Slowcooker. Da liegen sie in der Garflüssigkeit und auch dichter an der Heizquelle, weil der Topf wird ja meist nur vom Rand und von unten her beheizt. Wenn ihr Fleisch verwendet, legt es oben drauf, weil Fleisch ist im Slowcooker schneller gar als die meisten Gemüse. Du sollst sparsamer würzen. Durch das lange, schonende Garen im Slowcooker haben Gewürze Zeit, ein intensives Aroma zu entwickeln. Das heißt, seid mit der Würze lieber vorsichtig. Nachwürzen könnt ihr immer, aber wenn erstmal zu viel Chili drin ist, kriegt ihr das nur schwer wieder raus. Du sollst im Slowcooker keine rohen oder halbrohen Zutaten ungekühlt stehen lassen. Nicht jeder schnibbelt morgens gerne Zwiebeln oder brät Hackfleisch an. Viele machen das dann abends vorher, packen die Zutaten in den Topf und stellen den dann mit einer Zeitschaltuhr oder über die Delay-Funktion viel später an. Ich rate von diesem zeitverzögerten Garbeginn ab, denn in der Zwischenzeit stehen die Zutaten, rohes Fleisch, Gemüse, ja ungekühlt eine ganze Weile im Slowcooker-Einsatz. Ich empfehle immer, lieber sofort zu garen und dann per Zeitschaltuhr auszustellen. Dann ist das Essen wenigstens gar und kann dann auf den Verzehr warten. Das ist besser als bei rohen Zutaten. Du sollst Sahne, Milch oder Käse erst ganz am Ende zugeben. Durch den langen Garprozess kann eine Säuerung im Slowcooker in Gang gesetzt werden. Das heißt, Milchprodukte flocken aus oder machen gleich das ganze Essen sauer. Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Wollt ihr auf der sicheren Seite sein, gebt ihr Buttermilch, Sahne oder Schmand erst ganz am Ende dazu oder ihr verwendet gleich Kondensmilch oder Kokosmilch. Im Detail beschrieben und ganz ausführlich findet ihr diese Tipps auch noch im Slowcooker vegetarisch oder im Grundkochbuch Langsam kocht besser. Das war's für diesmal. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ihr nicht falsch macht. Habt ihr vielleicht sowieso nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!